Assalamu alaikum. Hallo. Hi. Also vorab, ich hatte mit dir auf Insta geschrieben. Ja. Ich war derjenige, von dem der beste Freund gestorben ist. Der auch dann später zum Islam konvertieren wollte. Also für diejenigen ganz kurz, lieber Tom, darf ich deinen Namen nennen, Ja, klar. ne? Okay, schon gemacht, aber. Also, der Tom hatte mich angeschrieben, gestern, meine ich. Es ging um einen besten Freund von ihm, der letztes Jahr verstorben ist. Und der Tom hatte mich gefragt, ob es möglich ist, für ihn das Fasten zu verrichten, für seinen toten muslimischen Freund. Er selber ist aber kein Muslim, der Tom. Und ich habe ihm gesagt, die Antwort ist, das geht nicht. Erstens ist er sowieso kein Muslim in erster Linie, aber nicht deswegen. Selbst wenn er Muslim wäre, dürfte er das nicht, weil er selber als Muslim hat die Pflicht, selbst zu fasten. Das heißt, er kann nicht für einen anderen fasten, wenn er selbst in der Bringschuld ist. Und das Gleiche ist, ja, selbst wenn ich Hajj machen will, also die Pilgerfahrt machen will, dann ist die Pilgerfahrt nur dann akzeptabel für jemand anderen, wenn ich die selber schon einmal gemacht habe. Ne? Aber was ich richtig Hammer finde, echt, sie alle schreiben das auch schon, dass du überhaupt so weit denkst, dass du was Islamisches für einen muslimischen Bruder machen willst, obwohl du selber kein Muslim bist. Und das finde ich echt wirklich mit Respekt. Und ja, erzähl dann erstmal. Also, ja, das könnte jetzt vielleicht etwas, müsste ich etwas weiter ausholen. Also, leider Gottes konnte mein damaliger bester Freund, er hieß Elias, Möge nicht Allah mit fasten, ihm weil und er mit sich sein. Ja. konnte er leider nicht fasten, weil er immer sehr, sehr krank war. Okay. Er hatte sehr viele Herzprobleme. Wie alt war er? Wo er gestorben ist, war er 19. 19. Wie alt bist du, wenn ich fragen darf? Nee, was 19? Was rede ich da? 21, nee, 98 geworden, 2019 gestorben, doch 21. 21. Du bist wie alt? Ich bin jetzt 22. 22. Okay, mal schauen. So. Er ist, also gestern war sein Todestag, 29.04. Ich bin jetzt Christ, aber trotzdem habe ich für ihn gebetet, weil er mir durch sehr, sehr viele schwere Zeiten geholfen hat. Und dadurch, dass er halt die ganzen Jahre davor nicht fasten konnte, wollte ich das praktisch so für ihn tun. Du hast mir gesagt, das geht leider nicht. Und du hast mir etwas gesagt, was mich in meinem Kopf zum Umdenken gebracht hat. Du hast gesagt, obwohl du ein Christ bist, redest du sehr islamisch. Das habe ich dir gesagt, stimmt, du verhältst dich sehr, sehr islamisch, um ehrlich zu sein. So, Sehr und brüderlich. könnte vielleicht daran liegen, dass ich halt fast nur mit islamischen Leuten aufgewachsen bin und von ihm auch und von meinem besten Freund sehr, sehr viel gelernt habe, besonders von seiner Familie. Weil in Deutschland ist es so, oder bei mir in der Familie ist es so, mein Vater hat immer gesagt, esse nicht bei anderen. Isst du bei anderen, heißt das für mich, du kriegst zu Hause nichts zu essen. So. So kulturell auch, ja. Ja, und da hat er zu mir gesagt, und da war ich halt irgendwann bei seiner Familie und sein Essen hat sehr, sehr gut gerochen. Und ich habe halt gefragt, ob ich mitessen darf. Und da ist für mich der Zeitpunkt gekommen, dass Integration gar nicht immer nur von, sage ich jetzt mal, Islam, also von den Leuten, die in unser Land kommen, oder was für unser Land. Das ist halt unser Land, jeder Land. Dieses Land gehört so wie mir als auch dir. Sehr schön. Und da habe ich halt gelernt, dass Integration auch von der anderen Seite kommen kann. Auch von uns. Wir können ja auch etwas dafür tun. Eben. Von beiden Seiten muss das kommen. So. Und ich habe. Und da hast du mir gesagt, ich könnte auch zum Islam konvertieren. Da schreit schon einer rein. Und ich habe mir gestern sehr viele Dokus darüber angeguckt. Ich war gestern noch sehr, sehr lange wach. Und habe mir darüber viel angeguckt. Und irgendwie mitten, also ich bin dann eingeschlafen und dann sehr, sehr früh bin ich schon wieder aufgewacht. Und ich glaube, dass es einfach ein Schicksalsschlag war, dass mein bester Freund, dass Inshallah von oben gesehen hat, dass ich vielleicht jetzt zu seiner Religion komme und mit ihm halt. Entschuldigung. Entschuldigung. Alles gut. Das
dass ich halt irgendwann auch ins Paradies komme. Inshallah. Ja, und ich höre jetzt in letzter Zeit sehr viel ein Lied. Das ist von Don Dega, Mein Glück näher, und dort sagt er dort sagt er einen Satz oder zwei Sätze, die mich immer sehr, sehr berühren. Bruder, auf der anderen Seite beginnt das Leben, und so Gott will, bin er nicht mein Kind nach dir. Und Entschuldigung, es tut mir so leid. Alles gut, alles gut. Und meine Frage ist jetzt eigentlich, ich habe schon ein Kind, eine zweijährige Tochter. Mhm. Ich habe sie nach ihm benannt. Und ich wollte jetzt einfach fragen, wenn ich zum Islam konvertiere, ist ja vor der Ehe der Sex verboten. Mhm. Ob mir dann diese Sünde genommen wird. Definitiv. Wenn du zum Islam konvertierst, ist das wie, als wärst du neu geboren. Also du bist sündenfrei, wenn du zum Islam konvertierst. Ich bin gerade selber auch so, ich bin gerade selber auch so sehr, ich sag jetzt mal, berührt davon, wie du als, ich sag jetzt mal, Nicht-Muslim in dem Moment jetzt so weit denkst. Und ich finde das wirklich sehr, sehr ehrenhaft von dir und auch sehr, sehr schön, dass du in diese Richtung denkst und dass du diese Entscheidung für dich triffst. Und bitte. Einen Moment. Ja, subhanallah, da läuft gerade dieser das Sub-Lied sozusagen. Lass uns gemeinsam den Halal-Weg gehen. Mhm. Ja. Also, ich kann dir wirklich nur sagen, vom tiefsten Herzen, also, ich finde das mit größtem Respekt, das ist ja verwunderlich. Ich habe es ja gestern gesagt, ich so, wie kann jemand kommen und zu mir und sagen, ja, ich möchte gerne für meinen Freund fasten, obwohl ich selber gar kein Muslim bin. Das ist so, keine Ahnung, schwierig, ne? Dass wie wenn jetzt ein, für mich ist das unlogisch, wenn ein Muslim sagen würde, ich möchte gerne Weihnachten für ihn feiern, weil das, dann ist er eher ein Christ sozusagen als ein Muslim und du machst dir genau das andersrum. Und ich verstehe vollkommen, ne? Ich meine, du vermisst ihn. Er ist dein damaliger bester Freund. Und ich verstehe das vollkommen, dass du da eine Trauer empfindest. Und diese Trauer. Ich sag dir, soll ich dir eine Sache sagen, Bruder? Ich habe, als ich 13 war, habe ich auch meinen besten Freund verloren. Möge Allah ihm die höchste Stücke des Paradies gegeben haben. Amin, Amin, Allah. Und er ist erstickt an Asthma. Okay. Und für mich war es so ein Schock und ich muss sagen. Bis heute ist das so eine Sache, wo ich immer so denke, so subhanallah, so wie schnell das Leben vorbeigeht. Ne? Also wie viele Leute ich verloren habe im Laufe der letzten Jahre meines Lebens. Und so ist das. Ich kann voll mit dir fühlen, Wallah. Ich kann ja, richtig mit dir fühlen, Bruder. Ich kann richtig mit dir fühlen. Und für mich jetzt das Wichtigste ist, also er hat, seine Familie spricht Arabisch. Ich kann das leider nicht so gut, beziehungsweise nur ein paar Wörter. Kannst du mir vielleicht einen Tipp geben, wie ich Arabisch lernen kann oder wo ich das lernen kann oder wie auch immer? Wo du Arabisch lernen kannst. Mhm. Mit der Absicht, dass du den Koran lesen kannst. Ja. Lesen ist sehr einfach. Also lesen ist sehr, sehr einfach. Okay. Verstehen ist schwierig im Laufe der Zeit. Doch verstehen ist ein Prozess im Leben, dass du das irgendwann mal erlernst. Das heißt, das Verstehen der Verse ist das viel Schwierigere später und die Interpretation, das machst du sowieso später, wahrscheinlich nicht mit der Interpretation, aber dieses leichte Verstehen, das kannst du im Laufe des Lebens lernen. Mhm. Aber Lesen ist wirklich einfach, wenn du dich intensiv damit beschäftigst, dann kannst du innerhalb von einem halben Jahr Koran lesen. Das ist nicht so schwer, wie das immer dargestellt wird. Es gibt Online-Kurse dafür, ganz viele verschiedene. Es gibt Möglichkeiten, wo du das machen kannst, ohne Probleme. Und okay. Also wie ich dich jetzt verstanden habe, möchtest du gerne konvertieren oder bist du schon konvertiert? Nein, ich möchte gerne konvertieren. Du bist dir da sicher? Ja. Was bist du für ein Landsmann, wenn ich fragen darf? Ich bin komplett Deutscher. Komplett Deutsch, mal schauen.
Also ich bin 22 Jahre alt. Da hat mir mein Vater oder meine Mutter nicht überzuschreiben, welche Religion ich auszuleben habe. Ja, dann bist du auch alt genug, um das zu wissen. Du bist ja auch noch Vater, ne? Ja. Mashallah. Und du hast dich schon mit dem Islam gut auseinandergesetzt? Ja, größtenteils damals durch die gemeinsame Zeit mit ihm. Aber auch allgemein? Allgemein noch nicht so sehr, wie ich das gerne würde. Weil ich halt jetzt seit knapp einer Woche halt immer wieder diese alten Geschichten mit ihm durch meinen Kopf gehen. Und was ist denn das Ausschlaggebende? Das für mich ist interessant, was dich dazu bringt, die Entscheidung getroffen zu haben, ich möchte zum Islam konvertieren. Du warst der ausschlaggebende Punkt. Aber inwiefern? Dass du gesagt hast, ich verhalte mich islamisch. Das tust du ja auch. Ich lüge dich doch nicht an. Ich lüge dich doch nicht an. Und das war für mich der ausschlaggebende Punkt, dass ich mich so verhalte. Und mir ist das gar nicht so bewusst geworden. Und gestern in dieser Doku, die ich mir angeguckt habe, vom SWR, die fünf Säulen des Islams. Ja, das habe ich dir gesagt, ne? Genau. Habe ich dir gesagt, stimmt. Die habe ich mir angeguckt. Und dort hat eine Frau gesagt... Glaubst du, dass das Zufall ist? Glaubst du, dass das Zufall ist? Ich glaube nicht, dass es Zufall ist, weil ich kriege so viele Nachrichten. Ich habe in letzter Zeit auch richtig viele Nachrichten bekommen wegen verschiedensten Dingen und ich habe dir und vielleicht noch drei, vier anderen gestern geantwortet. Das war's. Glaubst du, dass das Zufall ist? Ich glaube nicht. Also ich kriege Minimum 150 bis 200 Nachrichten am Tag. Minimum, wirklich. Vielleicht sogar 300, 400 manchmal in den letzten 2-3 Wochen. Pro Tag. Ja, ich hoffe nicht, dass das Zufall war. Ich habe auch Mastak angeschrieben. Der hat gesagt, er ist kein Gelehrter, er kann mir darüber nichts sagen. Ich bin ja auch kein Gelehrter. Ja, aber trotzdem, du kennst dich ja ein bisschen besser damit aus. Eventuell, ja. So. Und da hat diese Frau gesagt, die meisten Christen glauben schon nach dem Islam. Weil das Christentum besagt ja, der Sohn von Gott war Jesus. Daran glaube ich nicht. Ich glaube nicht, dass Jesus der Sohn war von Gott. Ja, geht auch nicht. Das ergibt natürlich für uns Muslime keinen Sinn. Aber ich bin ja ich bin ja, also ich wurde christlich erzogen, ich bin auf eine katholische Schule gegangen. Ich bin in einen katholischen Kindergarten gegangen. Ich hatte in der Schule nur katholischen Unterricht. So, und das, was ich dort gelernt habe, das hat mir so keinen Sinn ergeben. So. Und da habe ich mir gestern diese Doku angeguckt. Und die Muslime sagen ja, der Sohn von Gott ist Mohammed, also der letzte Prophet. So, und da habe ich nochmal, der Sohn von Gott, nochmal. Der letzte Prophet ist dann Mohammed. Ich küsse deine Augen, genau. Nicht der Sohn von Gott, genau. Ich habe dich falsch verstanden. Ja. Eigentlich, ja, ich bin gerade mit Sohn und sowas ganz durcheinander gekommen. Ne, alles gut. Ich war jetzt gerade auch irritiert. Und da habe ich gestern darüber gelesen. Ich bin noch nicht sehr weit gekommen, weil irgendwann meine Augen angefangen haben, weh zu tun. Und das, was er gemacht hat, so wie ich das gelesen habe, konnte ich das einfach mehr fühlen, mehr. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Du bist ja überzeugt, dass das nicht alles Zufall sein kann. Das kann nicht Zufall sein. Ich hatte knappe 15 Jahre lang einen islamischen besten Freund, wo mir die Mutter von ihm mehr beigebracht hat als mein eigener Vater. Dass ich halt auch bei anderen essen kann, die mir Integration gelernt haben. Ich schreibe dir auf Instagram, du bekommst, keine Ahnung, 200, 300 Nachrichten am Tag, du antwortest mir und dann bist du, den ich... Ich kenne dich ja nicht. Und so, du sagst ja nicht... Ja. Ich zeig dir mal, weil viele glauben mir das nicht. Ich hoffe, ich kann das kurz zeigen. Ja, kannst du richtig. Jetzt in der Nacht sogar, wir sind jetzt schon bei 1:30 Uhr, ne?
Ich habe gar nicht so viele Nachrichten bekommen, aber ich mache das mal so, dass man das nicht sehen kann. Moment, ich zeig's dir. Also, siehst du diese Zahl rechts bei mir? Seht ihr das? Könnt ihr das ein bisschen sehen? Ja, ne? Ja. Das ist jetzt aber in der Nacht. In der Nacht kommen nicht so viele Nachrichten wie mittags. Aber das könnt ihr sehen. Das ist nur heute alles, ne? Die letzten. Wenn wir bis 24 Stunden machen, dann wirst du sehen, dass ich nicht gelogen habe. Komm mal, 2 Stunden alles noch. 3 Stunden. 4 Stunden. Wir haben bestimmt jetzt schon 50 Nachrichten hinter uns. 4 Stunden. 5 Stunden. Also, das ist nicht so, dass ich irgendwie so flexen möchte oder so. Ich kriege wirklich so viele Nachrichten, dass ich nicht mehr hinterherkomme. Ich kann den Leuten nicht mehr antworten. Ich schaffe das nicht mehr. Jetzt sind wir vielleicht bei 24 Stunden gleich. Jetzt sind wir bei einem Tag. Also, es sind so viele Nachrichten, dass ich nicht hinterherkomme. Und das war, deswegen frage ich, war das Zufall? Kann das wirklich Zufall gewesen sein, dass ich dir nur dir geantwortet habe, beziehungsweise nur 3, 4 andere Leuten? So, und dann du mir sagst, dass ich mich islamisch verhalte. Das habe ich dir gesagt. Und dann ist auf einmal morgens, nachdem ich, keine Ahnung, 2 Stunden geschlafen habe oder so, ist ich auf einmal aufwache mit der Intention, Bücher über den Islam zu lesen. Also, ja. Man kann mir viel erzählen, aber nicht so viel. Ja. Was ich von dir erwarte, ist einfach nur, dass du so weitermachst, wie du bisher weitergemacht hast. Mhm. Dass alle Leute dir zugucken und vielleicht etwas gemacht haben, was sie nicht machen wollen oder es nicht verhindern konnten, auf den rechten Pfad kommen. Soll ich dir eine Sache sagen? Was denn? Dein Freund ist zwar gestorben, aber irgendwo lebt er trotzdem noch, weil er einen Einfluss hatte auf dich und immer noch. Immer noch. Sehr, sehr groß. Ja. Also er hat einen Einfluss auf dich gehabt und er kriegt einen Lohn, einen Riesenlohn dafür, wenn du zum Islam konvertierst. Das Ding ist, also jedes Mal an seinem Todestag faste ich mit seiner Familie. Also ich verbringe den kompletten Tag mit ihr. Du sollst nur eine Sache nur ganz kurz, ich muss das klarstellen. Du sollst deinen Todestag nicht als einen speziellen Tag nehmen, also als einen religiösen Tag. Als Nein. Der ist für mich jetzt in dem Moment noch eine Erinnerung. Hm. Und weil er ist halt im April gestorben, da fastet nun mal seine Familie. Und da habe ich mir halt gesagt, dort faste ich mit, weil es wäre für mich respektlos, wenn ich neben den essen würde. Ja, das ist eine schöne Sache. Das sage ich auch immer. Viele, viele Leute, die den Islam kennen, selbst keine Muslime sind, haben einen großen Respekt vor Ramadan. Einen sehr großen Respekt. Und das sind die Leute, die wirklich... Die nachdenken. Im Koran gibt es Verse, ganz viele, hintereinander immer. Das sind Zeichen für Leute, die nachdenken. Das sind Zeichen für Leute, die recherchieren auch. Das sind Zeichen für Leute, die hinterfragen. Das sind Zeichen für Leute, die nach Wissen streben und so weiter. Ganz oft hintereinander. Und der Islam ist nicht einfach eine Religion, so, halas, hier, werd Muslim und so. Nein, du musst dich dahin arbeiten. Selbst wenn du schon Muslim bist, musst du immer wieder nach der Wahrheit streben. Immer wieder. Damit du dich immer wieder sozusagen aufbrichst. So, ich sag dir ehrlich, Tom, ja, eine Sache jetzt, die ist sehr, sehr wichtig, weil viele Leute das vielleicht falsch verstehen. Aber ich scheue mich immer davor zu sagen, ey, komm, wir machen eine Konversion hier online, live, dies und das. Aber du wärst der Erste und Einzige bis jetzt, bei dem ich das wirklich ganz offen machen würde, weil mir klar ist, dass du das möchtest. Aber ich bin so ein Typ, ich will nicht, dass Leute denken, wenn die das Video sehen, sagen, ey, guck mal, das ist jetzt voll der Hodja geworden und der bringt Leute zum Islam. Ich finde das gut, Alhamdulillah, ich bin voll glücklich. Ich habe so viele Geschichten, die im Hintergrund passieren. Okay? Aber wenn du sagst, zum Beispiel, du möchtest das tun, kannst du es machen. Aber wenn du sagst, pass auf, ich will mir noch ein paar Tage Zeit nehmen, damit ich mich darauf einstellen kann. Dann ich möchte mir noch ein paar Monate Zeit nehmen, weil ich zu wenig darüber weiß, genau, was das überhaupt ist. Genau, du müsstest dir noch Zeit nehmen oder ein paar Monate Zeit nehmen, je nachdem, also du musst dir Zeit nehmen, dann mach das, weil ich weiß, dass du jetzt gerade hier on stream bist und die Leute vielleicht sagen, ah komm, konvertiere. Nein, du sollst nicht auf Druck einfach konvertieren. Nein. Ne? Konvertiere, weil dein Herz dir sagt, ich möchte konvertieren. Aber ich kann dir eine Sache schon mal mitgeben. Du bist auf dem Wege zur Konversion wahrscheinlich. Ne? Inshallah. Mhm. Und das heißt, du bist bei Gott, bei Allah dazwischen. Das heißt, du bist in so einer Art Zwischenwelt. Das heißt, du bist jemand, der nach Wissen strebt und nach der Wahrheit strebt. Okay? Das heißt, du bist nicht in der gleichen Position. Du bist eigentlich nicht mehr wirklich Christ. Auch wenn du dich als Christ siehst.
Du bist eher so auf dem Wege zum Muslim werden und die werden im Islam anders angesehen. Das heißt, deine Absicht, deine Intention zählt am Ende. Und wenn du dir sicher bist, du kannst mich gerne kontaktieren. Wenn ich nie antworten sollte auf Instagram, was passieren kann, spam mich zu. Okay? Spam mich zu. Und das ist dann deine persönliche Entscheidung. Ich werde dich nicht zu irgendetwas drängen, weil das deine ganz persönliche Entscheidung ist. Okay, und inshallah, ich hoffe, dass du das... Natürlich würde ich mir das wünschen. Und genau, du kannst auch den Mods Bescheid geben, das geht auch. Ne? Ja, gerade viele deiner Mods haben mir schon auf Discord geschrieben. Ja, du kannst den gerne schreiben, den Mods, und dann kannst du denen sagen, dass du sehr, sehr gerne mit mir schreiben willst oder was auch immer. Wenn er morgen sterben sollte, weil viele schreiben, was, wenn er morgen stirbt? Leute, dann stirbt er morgen. Es ist doch seine Entscheidung. Es ist doch seine, soll ich ihm jetzt sagen, ey, sag die Shahada, und er ist sich nicht sicher, Leute. Guck mal, das Ding ist, ich habe mir gestern eine 30-minütige Doku darüber angeguckt. Mhm. Aber das, was ich dort gelernt habe, das habe ich vielleicht in ein paar Stunden schon wieder vergessen. Aber ich finde, wenn ich zu einer anderen Religion konvertiere, dann muss ich das mein ganzes Leben lang in meinem Kopf behalten. Guck mal, ich sag dir eine Sache. Ich habe es gerade schon erwähnt, sobald du konvertierst, fängt der Lernprozess an. Das heißt, du bist in einem ständigen Lernprozess. Du bist durchgehend am Lernen, 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 Lernen. Das heißt, du wirst nicht dümmer, du wirst schlauer im Laufe der Zeit. Du kannst aber nicht erwarten, dass du bereits sehr viel weißt und dann konvertierst. Das kannst du vergessen. Ich selber, viele Leute kommen zu mir und sagen, ja, Islam, du weißt schon sehr, sehr viel über den Islam. Nein, weiß ich gar nicht. Ich weiß nicht mal so einen Tropfen auf einem Meer. Und viele denken so, boah, du weißt das. Nein, das ist bei mir teilweise Lebenserfahrung. Ich bin auch älter als einige Leute. Ich habe ein bisschen mehr gelesen, ich habe ein bisschen mehr gehört, ich habe ein bisschen mehr zugehört, ein bisschen mehr. So, das ist vielleicht mein Vorteil. Ne? Wenn einer von 16-Jährigen mir gerade zuschaut, kann das sein, dass er in meinem Alter viel besser ist als jetzt. Als ich jetzt, verstehst du? Und je nachdem, wie viel er strebt, wie viel er liest, wie viel er möchte. Und ich gebe wirklich auch nur das mit, was ich weiß. Und das war's. Ne? Und ich bin trotzdem in einem Lernprozess. Es gibt viele Muslime, die wissen nur, okay, ich muss 5-mal am Tag beten. Sie wissen aber nicht, warum und so weiter. Okay? Für mich ist das Wichtige, weil ich möchte die Shahada, ich hoffe, ich habe das richtig ausgesprochen, ich möchte niemanden... Shahada, sehr schön. Möchte ich niemanden etwas vormachen oder den Islam in den Dreck ziehen, auf gar keinen Fall. Ich möchte sie gerne auf Arabisch sagen können und nicht auf Deutsch. Die sprichst du auf Arabisch sowieso ohne Probleme aus. Ja, das ist aber für mich etwas in meinem... Vielleicht kennen das welche von euch, wenn die Englisch reden, die versuchen ihre Wörter erst auf... Die bilden den aber Satz auf Deutsch. Aber das ist voll cringe, weißt du? Weil wenn du die Shahada aussprichst, Bruder, ja, und du lernst die gerade dabei auswendig, dann hast du sie ja schon ausgesprochen. Dann bist du schon irgendwie 20-facher Muslim am Ende. Nein, ich möchte erstmal vernünftig Arabisch lernen, damit ich das. Ja, aber das sollte nicht deine Voraussetzung sein, um zum Islam zu konvertieren, sage ich dir ehrlich, weil du musst das nur aussprechen können. Erstmal, du musst es nicht auswendig können, die Shahada, musst du nicht. Ne? Ja. Okay. Du könntest theoretisch auch die Shahada im Deutschen aussprechen, wenn du noch kein Arabisch kannst, aber es ist besser natürlich, das Arabische mitzumachen. Ne? Mhm. Und die ist sehr, sehr einfach. Also Shahada heißt einfach nur Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Das war's. Ja, für dich war das. Nein, aber guck mal, wie kurz das ist. Aber guck doch mal, wie kurz das ist. Ja, ja. Ne? Es ist eine sehr, sehr kurze Sache. Das ist keine lange Sache. Okay. Deswegen, also es ist eine sehr, sehr kurze Sache, die schnell ging. Das ist eine Sache von 5 Sekunden, die ich auf Arabisch ausgesprochen habe. Das heißt, du lernst die ruckzuck und außerdem kann ich sagen, sag Ashhadu, dann sagst du Ashhadu. Dann sag ich an, la, la und so weiter. Das ist kein Problem. Und das erlernst du super schnell. Super, super schnell. Okay. Also wenn du überzeugt bist, dann sag nicht, ja, ich möchte noch mehr lernen, weil das Lernen kommt sowieso spät. Du wirst das merken. Du wirst das merken, im Laufe deines Lebens wirst du merken, wenn du zum Islam konvertiert bist, wirst du merken, von Tag zu Tag, du denkst immer, boah, du hast gerade eine neue Welt kennengelernt. Und am nächsten Tag denkst du, du hast keine Ahnung, weil du noch mal eine neue Welt kennst. Das ist immer so, jeden Tag, das ist ein Lernprozess in deinem Leben. Das ist einfach so. Ne? Und genau, also das ist es. Aber ich finde das wirklich sehr, sehr schön, dass du deine Geschichte hier teilst. Und schäme dich auch gar nicht dafür. Ich musste sogar mit dir weinen gerade, dass gerade dieser Moment war, wo du über deinen Freund, weil ich fühle mit dir, weil ich habe dir selber gesagt, ich kenne das Gefühl und
Und das nimmt dich natürlich noch mehr mit. Und du hast natürlich nochmal einen ganz anderen Bezug. Und nochmal diese Geschichte, die Hintergrundgeschichte, dass du auch vor allem Christ bist und sehr, sehr nah am Islam bist und sehr, sehr, dich dafür sehr, sehr interessierst. Wenn du Fragen hast, kannst du mich natürlich gerne kontaktieren. Ich hoffe, dass ich dir antworten Das kann. alles klar. Ich danke dir, Isam, dass du mir zugehört hast. Ich danke dem Chat, dass er mir zugehört hat. Sehr, sehr Ich gerne. danke den Leuten, die mir geschrieben haben auf Discord. Sehr, sehr gerne. Also wenn du Und ich Hilfe brauchst, hoffe, mich nicht erreichen sollst, kannst du gerne die Mods anschreiben, die erreichen mich schneller. ich danke euch und ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Und ich glaube, man sagt mir Ramadan Mubarak. Ich danke dir, Bruder. Pass auf Alles klar, deine danke Kleine schön. auf und pass auf deine Familie auf und wir sehen uns dann bestimmt bald. Alles klar, Okay? danke schön. Okay, bis Tschüss. dann. Ciao, tschüss.